Der größte Unterschied ist, ich habe jetzt hier keine Toilette, ich habe keine Küchenzeile, das heißt keine Sanitärinstallationen, kein Bett, sondern hauptsächlich einfach Platz, Schrank, Büromöbel kommt noch rein, um einfach hier ausreichend Platz zum Arbeiten zu haben. Genau, also mein künftiger Arbeitsplatz wird dann hier sein. Hier kommt noch ein Büromöbel hin, wo dann auch der Rechner und die Computer, wo dann hier die Bildschirme stehen. Hier werde ich sitzen und habe hier einfach noch Ablagefächer für so den Alltagsschriftkram. Und dann kommt hier, auf was ich mich am meisten freue, ein großer Schrank, wo einfach alles reinpasst, was man so braucht, Produktmuster, Prospekte und wirklich ausreichend Platz für alles. Das ist eigentlich toll. Also wichtig in einem Büro ist natürlich auch die Akustik. Deswegen hier diese etwas speziellere Akustikdecke mit diesen Holzstreifen. Und das ist natürlich in einem Büro wesentlich wichtiger wie in einem normalen Wohnraum. Ich werde hier Online-Seminare halten, kurze Schulungen halten, viel telefonieren. Und dann ist es natürlich wichtig, einen guten Schall und eine gute Akustik zu haben. Natürlich muss man in einem Tiny-Büro oder in einem Büro vielleicht ein paar Kabel mehr legen. Man sieht jetzt hier schon für Beleuchtung. Hinter der Leiste ist aber auch schon vorbereitet ein Leerrohr für ein Datenkabel, dass man, wenn man hier vielleicht mal auch mal mit einem Beamer oder was arbeiten will oder möchte. Ich habe halt überall Steckdosen. Hier kommen dann noch in die Einbaumöbel Steckdosen rein. Die sind im Moment noch nicht da, um einfach wirklich alles anschließen zu können. Und hier noch der Clou, genau. Meine Fußbodenheizung. Das ist die Steuerung für die Fußbodenheizung. Genau, dass es hier im Winter nicht kalt wird, haben wir unter diesem tollen Eichenparkett eine elektrische Fußbodenheizung verlegt. Und die ganzen Systeme, also das Dach zum Beispiel, da ist die Intello drin. Für die Kabel haben wir die Manschetten verwendet, die ProKlima-Manschetten. Und der Markus möchte es schließlich für immer hier drin gemütlich haben, beziehungsweise in seiner Arbeitszeit auch einfach optimale Raumluft haben, optimale Gemütlichkeit. Und warum er sagt, dass auf jeden Fall bei jedem Tiny House, vor allem im Dach, ein Intello verwendet werden sollte, das seht ihr im anderen Interview. Wenn euch dieses Video weitergebracht hat, wenn ihr Spaß dran hattet, dann folgt uns einfach auf unseren Social Media Kanälen, abonniert unseren Newsletter und bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, Praxistipps, Online-Seminare und richtig gutes Fachwissen, dann abonniert unseren Newsletter proklima.de/news. Und folgt uns auf Social Media.